Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich. Freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Folge OMSI. Wir sind immer noch auf der Karte Kettlestone unterwegs. Das Ganze hier auf der Linie 15 heute. Alle 10 Minuten fährt dieser Bus hier ab. Die Fahrt ist auch gar nicht allzu lang. Wir stehen jetzt hier gerade am Parkplatz. Ich glaube, da ist die Haltestelle, oder? Ist hier die Haltestelle? Nein. Ich muss mal ganz kurz gucken. Hamburg Park, doch, das müsste hier eigentlich die Haltestelle sein. Stehen so viele Leute auf jeden Fall. Müssen wir wohl einmal rumfahren. Das scheint hier unser Parkplatz zu sein. Das Ganze heute mit dem O530. Ihr seht schon, spiegelverkehrt. Traumhaft, ja. Ah, das wird super. Das wird heute richtig super, wird das Ganze. Fahrplan sieht hier so ein bisschen so aus. Ist heute ein bisschen kürzer. 15 Minuten dauert die... Nee, gar nicht. 10 Minuten dauert die ganze Fahrt. Wir fahren das Ganze von Hummingbird Park nach Rumford. Ja, also da, wo wir in der letzten Folge waren, fahren wir heute wieder hin. Und ja. Ich würde sagen, wir rüsten das Ganze mal auf. Es ist so ungewohnt. Hallo? Wie viele Türen haben wir hier eigentlich? Haben wir zwei Türen? Oh, komm schon. Die haben alle bis eine Tür. Alles klar. Das ist ja crazy. So, 4 Minuten. Wir haben die 015. Warte mal. Linie 0. Oh Gott schon. Hallo, was ist mit meiner Maus hier los? 015.00 und Route 1. Rumford. Wunderschön. Das Ganze müsste jetzt hier herrschen. Oh, schön. Wundervoll, Alter. So, starten wir das Ganze. Da, der ist aber leise, der Bus. Den hörst du ja gar nicht. So. Die Töne von dem O530. Mega nice. Ich liebe den O530 wirklich. Also es ist schon ein bisschen echt Gewöhnungssache, ja. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen teilweise. So, wo war jetzt die Haltestelle hier? Die war da. Da komme ich doch gar nicht hin, oder? Ey, da komme ich doch gar nicht rum. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst hier, oder? Das ist doch jetzt... Nee. Da muss der mich falsch gesetzt haben. Gottes Willen, das nehmen wir hier noch im Bordstein hier mit. Alles nehmen wir jetzt hier mit hier. Pass mal auf, jetzt wollen die gar nicht einsteigen, wa? Doch, die wollen einsteigen. Hätte mich jetzt tatsächlich auch ein bisschen gewundert. Hello there. Okay. Hello there. So, 8.05 Uhr Abfahrt. Haben wir eigentlich genau richtig. Hello, is it me you're looking for? Hello there, I'm going to engage you with rapid trivial conversation to distract you from the fact that my bus pass is out of date. What's got locks in the fridge? Oh, no, it's cold. Not right, like that, sweetie. Ach, die meckern schon wieder alle rum, weil mein Bus zu kalt ist. Good ja, morning. Gewöhnt euch dran. Es wird nie wieder so warm, ihr Lieben. Der ist Wahnsinn. Ich sitze hier wirklich grinsend. Ja, sitze ich jetzt hier und fahre hier in, ja, fiktiven Stadt, keine Ahnung, in Great Britain fahre ich jetzt hier. Ja, das ist mega Ungewohntheit, dass ich nach links gucken muss, damit die Fahrgäste ein- und aussteigen. Ja, dass ich halt auf meinen linken Spiegel hier achten muss. Nicht auf meinen rechten, auf meinen linken Spiegel, dass ich mich nicht abruppe. Großartig.
Das müsst ihr selbst testen, Leute, wirklich. Also, das macht schon Spaß. Aber das ist zwar ein bisschen Gewöhnungssache. Ich weiß noch, zu Eurotruck-Simulator-Zeiten, wo ich das Ding rauf und runter gespielt habe, wenn du da die ganze Zeit in Europa da gefahren bist, halt, also klar, Europa, halt so Deutschland, rechts, dann hast du es nicht gesehen, und auf einmal fährst du dann halt nach Großbritannien, weil du da einen Auftrag hast, und dann musst du dich auf einmal von jetzt auf gleich einfach mal umlenken, denn auf Linksverkehr, ey, Wahnsinn, also das ist ja... Da kannst du schon kaputt gehen bei. Ne? So. Ja. Ja. Wundervoll. Und dann fahren wir ab. Tür zu. Muss ich halt wieder mega aufpassen hier. Da war schon der Bordstein. Mein Lenkrad hat es mir schon gesagt. Das ging ja besser als gedacht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Nach 15 geht's nach links. Muss ich nächstes Mal, wenn ich dann wieder deutsche Karte fahre, wieder dran denken? Dass ich dann darauf achte, wieder rechts zu fahren. Ne? So, alles wunderschön, wunderschön. Oh, hallo. Hallo da. So, müssen wir lang. Was ist hier los? Der Bus fährt nicht. Warum will er jetzt nicht? Ja, klar, jetzt ist rot, aber... Jetzt hoffentlich gleich grün wird. Nee, der Kollege fährt nicht. Den müssen wir leider ein bisschen... Wir müssen jetzt gleich mit einer roten Ampel fahren. Ich habe jetzt keinen Bock, jetzt hier ewig zu stehen. Oh, genau. Genau ausgerechnet, jetzt muss ein Bus kommen. Straßenbahnschienen natürlich. Wundervoll, 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 wundervoll. Oh, er kommt aber irgendwie vorbei. Schön. Schön, schön.
So, hier, wir hätten hier anhalten müssen, wa? Rumford Station. Station B, ja. Hi there. Golden Vista. Crystal Crescent. Bisschen Verspätung. Wir müssen nach rechts, ne? Oh. Und noch ein Kinderwagenwunsch. Genau. Kein Kinderwunschtaster. Oh. Mittlere Position, danke. So, alles aussteigen. Haben jetzt noch Park and Ride, sind wir jetzt gleich. I've never experienced. Wir sind jetzt hier richtig. Wer ist nämlich hier? Aber hier ist ja Park and Ride. So. Hä, das macht jetzt gerade keinen Sinn. Wie geht's jetzt weiter? B.
Was ist mit 15b schon wieder? Was ist das? Hoffen wir mal, dass da jetzt unsere Endhaltestelle ist. Slow down. Glaube nicht, oder? Gut, naja. Das sind wir. Okay, jetzt war alles richtig. Also leider müssen wir mal hier rückwärts fahren. Wieso fährt er denn jetzt nicht? Der ist da, ne? So, das ist jetzt nicht dein Ernst hier, oder? Das ist ja alles nicht dein Ernst hier. Oh, yeah, yeah, yeah. Schon anstrengend, so auf der anderen Seite zu fahren, aber na, wir haben es nun doch noch hinbekommen. Tja, also, das war die Linie 15 auf jeden Fall heute. Ja, relativ kurze Linie, aber dafür war ja die letzte Folge dafür deutlich länger. Ja, also ich muss sagen, also ich bin von der Karte total überzeugt, sie macht Spaß. So mal für zwischendurch zu fahren, denke ich mal, um ein bisschen Abwechslung zu haben, ist sie super geworden. Ja? Also ob 5 Euro hin oder 5 Euro her, macht den Kohl jetzt eigentlich nicht fett. Die Karte ist klasse, also sie macht Spaß zu fahren. Ja, und die Fahrzeuge, die wir hier haben, die sind großartig, ja. Also der Doppeldecker, den wir jetzt hatten und heute auch der Citaro, also die fahren sich sehr angenehm, ja. Auch die Töne, die sind super, also gerade hier beim O530. Ja, also ich kann hier absolut nicht meckern und ja, hoffe natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Wir sehen uns dann zum nächsten Part Omsi hier auf diesem Kanal wieder. Ich verabschiede mich hier, sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.